haben wir denn heute Schönes? Heute hat jemand Geburtstag. Und zwar Mogi, der alte Mogi. Aber wir sehen die Geburtstage der Leute auch erst, wenn wir sie kennengelernt haben. Es ist deutlich mehr jetzt dazu gekommen. Und morgen ist das Frühlingsderby. Bin ich doch mal gespannt, was man da genau macht. Vielleicht ist es ja ein Pferderennen. Frühlingsderby, was soll man sich sonst darunter vorstellen? Wusste ich jetzt sonst nicht. Oh, der Bürgermeister. Hallo, Kevino. Morgen findet um Punkt 10 Uhr das Frühlingsderby auf dem Hauptplatz statt. Wenn du nur ein ausgewachsenes Pferd auf deiner Farm hättest, es wäre schön gewesen, wenn du mitmachen und das Derby unterstützen könntest. Ja, ich habe leider erst einen Fohlen. Aber ich werde trotzdem vorbeigucken. Vielleicht kann man ja zugucken. So. Ich glaube tatsächlich mal, wir werden Trauben und Honig nicht verkaufen. Behalten. Und dann immer verbrauchen, wenn wir in die Mine gehen. Oh, Mikona, du bist ja draußen. Machst du das so, wie du Bock hast? Finde ich gut. So ist gut, werde schnell groß und stark. Komm, jetzt gibt's ja einmal die Bürste. Das gefällt dir doch, oder? Schön in den Hintern bürsten. So. Jetzt gießen. So. Schauen wir mal nach Unkraut. Gibt ja auch immer mal ein bisschen Geld, ne? Mag einfach diese Grafik nicht, muss ich ehrlich sein. Ich mag die Grafik überhaupt nicht. Den ganzen Grafikstil mag ich nicht. Ich will den von Trio of Towns wieder haben. Mindestens. Auf jeden Fall sollte er besser werden. Ist nicht meins. Da muss ich ehrlich sein. So, was machen wir jetzt noch? Ja, mal. Gucken, ob wir irgendwo mal in den Hühnerladen reingucken können. Oh, Hühner. Alle so knubbelig und im Vergleich zu den Figuren so riesig, Alter. Das sind ja, Alter, das sind Monsterhühner. Oh. Die gehen gerade raus, ne, so ein bisschen. Ah, doch. Und hier ist sie. Eine potenzielle Heiratskandidatin. Pupuri! Ich glaube, wir beide kennen uns doch gar nicht. Na dann, hallo, ich bin Pupuri. Und wie heißt du? Ah, Kevino, hä? Freut mich, dich kennenzulernen. So, gucken wir mal meinen Laden hier an. Kann ich was für dich tun? Tiere kaufen, Zuchtsets und Waren. Futter für Hühner und Kaninchen. Das ist jetzt natürlich wieder blöd. Jetzt wieder meckern auf hohem Niveau, Achtung. Hühner und Kaninchen.
essen hier anscheinend dasselbe. Warum kann man da denn nicht nochmal verschiedene? Versteht ihr? Warum kann ein Kaninchen nicht dann einfach von mir aus auch Gras kriegen? Ja, wie die Kühe. Und die Hühner halt ihr Hühnerfutter, Alter. Verstehe ich nicht. Warum macht man das? Okay. Oh, es gibt ja auch verschiedene. Ein normales Huhn. Ein braunes Huhn. Gibt es dann Schokoeier? Oder ein Huhn mit dunklen Federn legt jeden Tag ein Ei. Ach, da nicht. Weißt du, bei den Kühen geben die Kaffeemilch, Erdbeermilch, ja. Und was war denn noch? Fruchtmilch. Aber ein braunes Huhn gibt keine Schokoeier. Finde ich nicht gut. Ne? Finde ich nicht gut. Und dann müssen sie es auch voll durchziehen, finde ich. Ich bin ja kein Fan davon, aber sie müssen es, wenn, dann müssen sie es auch voll durchziehen. Also, braunes Ei, nächstes Mal bitte Schokoeier. Ü-Ei am besten gleich, nennt's Ü-Ei. Mit Überraschung drin, Spielzeug, alles drum und dran. Nächstes Mal, im nächsten Spiel bitte, ne? Ist doch Bescheid. Oh, dann gibt's noch einen Angor-Kanin. Wie sieht das denn aus? Ah ja, die kann man ja scheren, wie die Schafe, ne? Ein Kaninchen mit langem Fell. Wenn du es scherst, erhältst du Angor-Kaninchen-Haar. Und das werden wir dann rauchen. Na klar, nein, natürlich nicht. Rauchen ist eine schlechte Sache. Man sollte niemals damit anfangen. So. Okay. Was hast du eigentlich noch? Achso, Tiere verkaufen war da noch. Das habe ich gar nicht geguckt, wie viel so ein Huhn kostet. 1500. Braun. Da kein Ei. Legt jeden Tag ein Ei. Hm. Ob sogar wir holen uns ein braunes Huhn. Finde ich hübscher. So. Hier ist ein Gewächshaus. Okay, wo waren wir denn noch nicht drin? Könnten wir in die Kirche gehen, ne? Da waren wir auch noch nicht. Dich kennen wir schon, Anna, ne? Genau. Ach, ihr trefft euch ja immer, ja, das sind die drei Labertaschen, die treffen sich hier immer zum Lästern und so. Gab's hier nicht eine Powerbeere? Ey, Anna, ich will den Mülleimer gerade mal durchsuchen. Kannst du mal weggucken, Anna? Ich nehme, was ich kriegen kann, du weißt. Öffentlicher Mülleimer, hier kann ich meinen Abfall loswerden. Nice. Straßenlaterne. Straßenlaterne. Parkbank. Parkbank. Straßenlaterne. Findest echt nichts, ne? Straßenlaterne. Parkbank. Frühlingsderby steht vor der Tür. Ja, morgen, ne? 18 Uhr. 10 Uhr. Jetzt sind wir dabei, auch wenn wir kein Pferd haben, was mitmachen kann. Oh, was geht hier? Wer bist du? Schata, ja, du bist Camino, ja. Was für ein verheißensvolles Treffen, Alter. Thomas hat mir viel von dir erzählt. Ich bin Schata. Ich bin der Pfarrer der Stadt. Und ich, hoffentlich sieht man sich in der Kirche. Und ihr seht, der Schata hängt immer gern mit den Kindern ab. Ist ein wohl kinderfreundlicher Mensch. Und hier haben wir den Ju. Du bist von hier, hm? Wow, du bist auf diese große alte Farm gezogen. Ich heiße Ju, schön dich kennenzulernen. Oh, hey, wenn du jetzt eine Farm hast, dann leben da auch Kühe oder so, oder? Darf ich mal vorbeikommen und sie streicheln? Ja, lieber Ju, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe noch keine Kuh, aber wenn ich mal eine habe, kannst du vorbeikommen. Und dann kannst du mal richtig schöne Kaffeemilch trinken, dann gehst du ab wie ein Zäpfchen. So, und ich hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Die May, genau. Guten Morgen. Werden wir so viele Pferde sehen? Ich kann es kaum erwarten. Ach, wegen dem Fest? Ja, ich hoffe. Hier haben wir die Kirche. Und da ist jemand, den haben wir auch noch nicht getroffen. Cliff. Hallo. Du bist also gerade auf diese Farm gezogen. Wie ich heiße? Steht doch da, du Idiot. Cliff, schön dich kennenzulernen. Okay, danke, hallo. Was können wir hier untersuchen? Tisch. Immer noch ein Tisch.
Und hier wird georgelt, oder was? Hier wird richtig reingeorgelt. Orgel. Kerzenhalter. 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 Ich will Powerbären finden. Oh, was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Panpaka Pan, dein Schrittzähler hat jetzt 10.000 Schritte erreicht. Ah, herzlichen Glühstrumpf. Was? Ja, das war's. Nein, es gibt keinen Spezialpreis. Mehr bekommst du nicht. Sei für meinen Spezialjubel dankbar. Tschüss. Was ist das für eine Zicke, Alter? 10.000 Schritte gemacht. Kann man da mir nicht mal wenigstens irgendwie, keine Ahnung, Snickers oder so in die Hand drücken? Weiß ich nicht. Alter, ich bin sportlich. Unverschämtheit. Kerzenhalter, Kerzenhalter, Kerzenhalter. Ich denke, das ist alles ein Kerzenhalter. Was ist das hier? Was ist das? Untersuchen. Abgeschlossen. Scheiße. Und hier? Abgeschlossen. Okay. Ja, gut. Okay, das war dann die Kirche. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, wenn ich jetzt hier rechts lang gehe, ist hier so ein kleiner Secret Ort, wo tatsächlich die Wichtel wohnen. Und ich habe recht. Hier ist die Wichtelhütte. Können wir auch gleich mal reingehen. Die Naturgeister. Freunde dich mit den Naturgeistern an, damit sie dir bei deinen Aufgaben helfen und sogar mit dir spielen. Mache ihnen Geschenke, um dich mit ihnen anzufreunden. Du kannst dich mit jedem einzelnen Naturgeist anfreunden. Sobald du gut mit den Naturgeistern befreundet bist, helfen sie dir bei 3 verschiedenen Aufgaben. Okay, er scheint zu ernten, zu gießen und sich um die Tiere zu kümmern. Erstens, Nutzpflanzen gießen. Sie werden die Nutzpflanzen gießen, die du auf deiner Farm anbaust. Zweitens, ernten. Sie werden alle reifen Nutzpflanzen auf deiner Farm ernten und sie in die Lagerkiste legen. Ja, nice, Alter. Muss ich ja gar nichts mehr allein machen. Nutztiere versorgen. Sie werden deine Tiere füttern und bürsten sowie die Tierprodukte versenden. Alter, muss ich echt nichts mehr allein machen. Je mehr Naturgeister dir bei bestimmten Aufgaben helfen, desto besser und schneller erledigen sie diese. Ja, auch nochmal geil, Alter. Ja, aber was heißt besser und schneller? Ich meine, wenn, dann müssen sie es auch komplett machen und hier nicht ein Tier vergessen oder so, weil das wäre ja total lost. Da muss ich eh normal dann alle Tiere abarbeiten, wenn sie potenziell auch Tiere mal vergessen. Dann macht das ja gar keinen Sinn. Du kannst ebenfalls wählen, mit den Naturgeistern zu spielen, um bestimmte Aufgaben zu üben. Okay. Wetternten oder was? Oder wettfüttern? Alles klar. Als wenn man das üben muss, einen Knopf zu drücken und dann noch einmal einen Knopf zu drücken. Aber gut. Das sind sie also, die Naturgeister. Und der Grüne hier ist mir doch direkt mal sympathisch. Er heißt Minze. Oh, du bist also Kevin? Ich bin Minze. Und so rieche ich auch. Der Rote? Kirsche. Hallo, du bist... Oh, Kevin heißt du. Ich bin Kirsche, schön dich kennenzulernen. Ich mag Kirschen. Der Orangene? Lass mich raten, er heißt... Oh, ich hätte es gesagt, er heißt Orange, aber gut, Kürbis. Wie geht's, wie steht's? Ah, dann ist dein Name also Kevino. Mein Name ist Kürbis, freut mich, dich kennenzulernen. Ich hasse Kürbisse. Oh, der Lilane, der spricht mich am wenigsten an. Pflaume. Halt, wer ist da? Ein hinterhältiger Halunke? Du siehst mir eigentlich gar nicht so hinterhältig aus. Kevin heißt du also. Na dann, hi, ich bin Pflaume. Okay. Blaubeere, war klar. Willkommen. Wie heißt du denn, Kevino? Nee, wie heißt du denn, Kevino? Ja, du kannst auch noch hell sehen, Pflaume. Blaubeere. Pflaume war der davor und da war Kürbis und dann war Kirsche und davor war Minze. Ich heiße Blaubeere. Freut mich, dich kennenzulernen. Ist ja gelb. Zitrone. Ah, kacke. Wieso heißt er denn jetzt Sonne? Alle heißen nach irgendwas, was man essen kann, ja, oder zu sich nehmen kann. Und er heißt einfach mal Sonne. Was? Oh, hi. Also, heißt du Kevino? Okay. Ich heiße Sonne, schön dich kennenzulernen. Ich schlaf gern, bis es hell wird. Das ist der hellblaue? Ach, warum? Den hätte ich jetzt keine Ahnung. Ja gut, Aqua. Dich habe ich noch nie gesehen, wer bist du?
Oh, dein Name ist also Calvino. Kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern konnte. Ich heiße Aqua, freut mich, dich kennenzulernen. Du wirst doch bestimmt nochmal die Blumen gießen, oder? Und lustigerweise sind es 7 Stück. Wer kennt das Märchen nicht? Fehlt nur noch Schneewittchen, ne? Finde ich hier was? Regale. Regale. Topfpflanze. Jo, jetzt kann ich mir dieses einzelne Bett hier auch nochmal reingeben. Hier liegt bestimmt Winzen. Hier liegt bestimmt Sonne. Hier liegt Kürbis. Und hier die Kirsche. Topfpflanze. Hier liegt Blaubeere, hier liegt Pflaume und hier liegt Aqua. Hat doch jeder seinen eigenen Platz hier. Geil. Okay. Dann haben wir die Wichtel auch mal kennengelernt. Die 7 Zwerge hier. Gut. Genug für einen Tag, oder? Ach, hier ist jetzt so eine Art Gedenkstätte. Oh, was ist das? Aha! Das ist ein Juwel der Wahrheit hinter der Statue der Erntegöttin. Ja, nice. Was mache ich damit? Ach, das sind die Dinger, wo du irgendwie, wo 50.000 gekostet haben, da beim Laden am Strand. Bank. Also ihr seht, es lohnt sich tatsächlich doch, alles mal anzuklicken. Wo wäre mir jetzt eigentlich eine Powerbeere lieber gewesen, weil ich noch nicht so wirklich weiß, was ich mit dem Juwel der Wahrheit machen kann. Das habe ich auch im Alten nie fertig gekriegt, glaube ich. Kirsche. Man kann halt wirklich überall potenziell was finden. Die Frage ist, findet man das dann immer? Oder auch nur zu bestimmten Zeiten oder ab bestimmten Punkten im Spiel? Kein Bock, jeden Tag hier alles anzuklicken. Naja, gut. Reicht für heute. Hier ist noch eine Laterne. Ach, hier ist doch, warte mal. Ja, hier müssen wir jetzt noch reingehen. Das ist das Gasthaus, das hat eh immer erst abends offen, glaube ich, ne? Gelegentlich während der Gäste. So, Leute, und hier ist ein ganz spezieller Charakter, mit dem ich im alten Harvest Moon auf der PlayStation immer liiert, nennt man das liiert? Also verheiratet war. Und zwar Anne. Und ich bin sau gespannt, wie sie hier aussehen wird, denn Anne war immer ein recht Normalo, also nicht so eine aufgetakeltes Mädel, so, weißt du, so extrem hübsch gemacht. Anne war einfach immer so auf dem Boden geblieben. Ja, er ist jetzt auch voll auf dem Boden irgendwie gerade. Und ich bin gespannt, wie sie sie hier gestaltet haben. Schauen wir doch mal, hier kann man das essen bestimmt. Wir haben keine Gerichte zum Mitnehmen, nur zum hier essen, okay. Was gibt's denn hier leckeres? Wasser. Wildtraubenwasser, Ananassaft und Milch. Nehmen wir uns doch mal ein Wasser, ne? Kostet ja nichts. Danke, warte bitte kurz. Es füllt sogar minimal die Ausdauer. Danke fürs Wasser. Was ist das? Ein Telefon? Nee, danke. Okay, kann man hier im ganzen Tresen mit dem reden, oder was? Ja, okay. So, hier sind Tische. Ziemlich leere Wand. Spirituosenregal. Rezepte kann man doch auch finden, oder? Er wäre auch zum Derby morgen. Okay, also das Derby ist Pferderennen, was haben wir hier? Also sorry, dort bitte darf niemand rein, ne? Obwohl doch nicht gleich sagen. So, ich möchte jetzt unbedingt N treffen. N. Oh, ist sie das? Ist sie das, ist sie, oder? Rennen. Haben sie sie umbenannt? Die haben die umbenannt. Die heißt, hieß eigentlich immer N. Oder? Ja, doch, N oder. Ja, doch, die hieß immer N. Oh, die haben die jetzt auch so niedlich gemacht und so. Hm. Entschuldigung, wer bist du denn? Ah, du bist der, der die Farm übernommen hat. Ich hätte schwören können, dass du ein Gast bist. Und wie heißt du? Das spricht man wie aus. Kevin, wo? Hast du gesagt? Ich heiße Ren.
Statt Ren heißt sie jetzt einfach mal... Statt Ellen heißt sie jetzt einfach mal Ren. Was ist das für ein Name? Nett, dich kennenzulernen. Oh Mann, ey. Aber ich glaube, wir schmeißen uns trotzdem an die ran, oder? Morgen ist das Derby. Schön beim Gedanken daran bin ich ganz aufgeregt. Ja, ich glaube, die nehmen wir uns, oder? An die schmeißen wir uns doch ran. Auf der Playstation habe ich mich auch an die rangeschmissen. Hier sieht es zwar komplett anders aus. Wer bist du? Grey. Wie geht's? Brauchst du was? Nö. Untersuchen. Bett. Bett. Tisch. Hier gibt's auch nichts zu finden. Eine Katze! Reden. Oh, hier führt wohl jemand etwas im Schilde. Alles klar. Ah, du warst doch gerade der aus der Kirche, ne? Ja. Ja, ein großes Bett hier, oder? Wie pennst du alleine? Naja, ihr triffst dich doch hier bestimmt mit jemandem, ne? Schlawiner. Ja, Anne, wir sehen uns noch. Beenden wir den Tag. Es ist schon spät. Spät, spät, spät. Und die Hexe ist wieder zurück. Jawohl. Willkommen zurück, Hexe. Wir haben gerade Anne kennengelernt, die Erntewichtel und die Kirche uns angeguckt. Und bei der Statue an der Kirche haben wir ein Juwel der Wahrheit gefunden. Was ich jetzt hier einbunkern werde. Jetzt speichern wir einmal. Und beginnen den nächsten Tag. Ja, aber warum haben die umbenannt? Im alten war die so bodenständig und jetzt haben die auch so verniedlicht irgendwie.